Wir haben schon letztes Jahr über Gigantic von den Entwicklern Motiga gesprochen. Der Shooter mit MOBA-Elementen gefiel uns schon damals, doch nach vielen Schwierigkeiten und einem Publisher-Wechsel wurde es still um das Spiel mit den Giganten. Nun segeln die Entwickler unter neuer Geldgeberflagge und präsentieren uns die aktuelle Version des Spiels. Doch ehe wir unsere Eindrücke sagen, erklärt Entwickler James Finney, was genau Gigantic ist. Yeah, so Gigantic is a very Gigantic ist ein sehr schnelles, kompetitives Online-Spiel, welches im 5 gegen 5 Modus gespielt wird. Es ist eine Mischung aus MOBAs, Shootern und Action-Spielen. Aber hauptsächlich ein MOBA, weil du am Anfang einen Helden wählst und das ist dann der Charakter, den du spielst. Du levelst und kannst über das Spiel verteilt Upgrades wählen. Aber es ist auch kein klassisches MOBA. Es hat auch ziemlich viele einzigartige Elemente. It's got a lot of unique elements to it. In einem Jahr passieren bei derlei Spielen oft viele Dinge. Paladins von den Hi-Rez Studios ist schon gar nicht mehr wiederzuerkennen. Als wir Gigantic spielten, mussten wir aber die Änderungen mit der Lupe suchen. Doch auch hier kann Finney am besten erklären, was sich spieltechnisch getan hat. Yeah, so, Die größten Änderungen im Spiel sind nur noch Feinschliffe. Wir versuchen das Spiel zu balancen und es auf die Veröffentlichung vorzubereiten. Für den kompetitiven Modus ist vor allem Balancing und auch strategische Tiefe sehr wichtig. Alles kann sich großartig anfühlen, aber falls es nicht ausgeglichen ist, dann spielen es die Leute nicht. Ob ihnen das Balancing gut gelungen ist, wird sich zeigen, wenn man mehrere Matches spielen konnte. Doch die verschiedenen skurrilen Helden, die zwischen Nah- und Fernkämpfer sowie in Klassen wie Tank oder Unterstützer unterschieden werden, reihten sich nahtlos in das Spielgeschehen ein. Selbst die Einsteiger in unserer Gruppe schienen schnell mit der Steuerung und dem Spielsystem klarzukommen. You know, when we started on Gigantic, we had very ambitious goals. Als wir mit Gigantic angefangen haben, hatten wir ziemlich ehrgeizige Ziele für ein Spiel, das ernsthaft kompetitiv sein kann. Aber es soll natürlich auch einsteigerfreundlich sein. Eines der Probleme, welches ich lösen wollte, war, dass ein Match die gesamte Zeit lang spannend bleibt. Es soll nicht der Fall sein, dass sich das Spiel in den ersten Minuten entscheidet und man das aber noch eine halbe Stunde ausspielen muss. Die richtige Balance und die Sicherheit, dass immer eine gewisse strategische Tiefe da ist, das ist ehrlich gesagt ziemlich schwierig. Also haben wir das letzte Jahr daran gearbeitet und uns Meinungen von kompetitiven Spielern von außerhalb eingeholt. Wir haben auf das Feedback gehört und Änderung nach Änderung nach Änderung vorgenommen, damit das Spiel am Ende gut wird. To get it into a good spot. Wie schon anfangs erklärt, ist Gigantic ein teambasierter Shooter. Ziel ist es, Kugeln auf dem Schlachtfeld zu sammeln und somit Kraft aufzubauen. Erreicht ein Team zuerst 100 Kraft, macht sich der eigene, imposante Wächter auf zum Angriff. Das eigene Team hat dann innerhalb von 20 Sekunden Zeit, den gegnerischen Wächter zu verwunden. Schaffen sie es dreimal, fällt das Ungetüm und der Sieg ist erreicht. Das Schlachtfeld selber besitzt nur einen Weg, dafür ist es gespickt mit Abzweigungen und erhöhten Positionen. Zudem können Kreaturen an Kugelpunkten beschworen werden, die das eigene Team, zum Beispiel mit erhöhter Lebensregeneration, unterstützt. Alles in allem macht Gigantic immer noch sehr viel Spaß und als Spieler kann man froh sein, dass die internen finanziellen Schwierigkeiten nicht dazu führten, dass das Spiel vom Konzept her abgeändert und umgeworfen wurde. So kann man nur jeden Freund des Genres empfehlen, Gigantic im Auge zu behalten. Denn eine Alternative zu Overwatch oder Paladins ist es auf jeden Fall.